Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Urlaub auf Sendung. Ich bin heute bei meinem Kumpel, beim Funky. Und Wir gucken uns mal ein bisschen deine Privatsammlung an. Können wir machen. Du hast, du sagst von dir selber, du bist Hartz-IV-Sammler. weil du hast ja nicht so viel. Nee. Du sammelst ja nur ein bisschen sporadisch. Wir werden euch einfach mal visuell hier einen kleinen Überblick verschaffen. Fahren mal ein bisschen drüber und zu ein paar kleinen Sachen sagen wir da vielleicht nochmal ein paar Worte. Genau, ich muss dazu sagen, ich bin erst umgezogen, es ist noch nicht alles ausgepackt und sieht noch alles ein bisschen wild aus. Ja, gar nicht vorzeigbar hier. Ja, hier haben wir eine ehemalige italienische Uniform, die sich scheinbar Oberleutnant der Artillerie eingedeutscht hat, sage ich mal. Die kam so, den Adler habe ich bloß dann mal dran gesteckt. Man hat auch noch die Einstiche gesehen, wo die waren. Aber das muss vorher eine italienische Jacke gewesen sein. Man sieht es auch an den Rangsternen von der italienischen Armee. U-Boot-Mann, Lederjacke für Maschinisten. Ja, hier haben wir den Unteroffizier von der Luftwaffenfelddivision. Trillichhose, ja, 44 gestempelt. Und die Jacke ist aus einer Zeltbahn wohl genäht. Sehr gut, sehr gute Qualität und sehr, sagt man, sehr robust. Bei solchen Sachen kann man immer schlecht sagen, ob das nun vor 45 oder nach 45 ist. Und was hat der originalen Luftwaffenpullover an. Ja, jetzt haben wir hier Panzermann. Ich selber auf dem Dachboden gefunden, natürlich alles ohne Effekten. Jacke und Hose, Mütze habe ich dann mal gekauft, nachdem ich meinen LKW verkauft hatte. Am MG34 macht nur noch Krach, wenn es umfällt. Alles nach EU-Recht demilitarisiert. Tornister sind alle irgendwie unterschiedlich. Entweder haben sie den Beutel fürs Kochgeschirr noch drin oder die Beriemung ist unterschiedlich oder genietete Schlaufen dran oder genähte Schlaufen dran, alle unterschiedlich. Manöverband, rote Partei, gelb auf der Rückseite. Die gelbe Seite ist dann für die ausgefallenen Truppenteile oder ausgefallenen Personen beim Manöver. Dann gibt es noch weiße Bänder für Schiedsrichter. Aber das habe ich leider nicht. Falls jemand eins hat, kann ich es mir gerne schicken. Hier haben wir noch Reichswehr um 1924.
Hier haben wir noch Gardeartilleristen um 1907, 1910, vor der Einführung der grauen Uniform. Wie lange sammelst du schon? Oh, ich glaube, ich habe mein erstes Bajonett mit 15 Jahren, oder da bin ich 15 geworden, habe ich das erste Bajonett gekauft. Es war ein polnisches Bajonett, das habe ich auch wieder gekauft. Also habe ich zwischenzeitlich verkauft und wieder zurückgekauft. Als Belegstück. Als Belegstück, weil das erste Teil war. Dann fing es an mit Feldflaschen, da ich hier klein spielen. Meine erste Feldflasche habe ich auch noch. Die aus Hand gegeben. Und Brotbeutel, Kochgeschirre. Kochgeschirre, ja. Hauptaugenmerk liegt schon auf Ausrüstung. Ausrüstung, ja. Und zwar ist es eine spannende Geschichte. Wir hatten bei uns im Hause einen alten Mann wohnen, Helmut Nensa, ganz feiner Kerl aus Breslau. Und der hat mich auf die ganze Geschichte aufmerksam gemacht. Der hat immer von Krieg erzählt und von den ganzen Kleinigkeiten, die da ringsrum waren. Und das war so spannend und das hat mich bis jetzt gepackt. Und jetzt hast du die Bude voll. Jetzt habe ich die Bude voll und es könnte immer mehr werden. Und die Hälfte ist noch nicht mal ausgepackt hier. Nee, das ist noch nicht alles ausgepackt. Aber wir können ja, wenn es ausgepackt ist, kann ich dich ja wieder einladen. Dann komme ich nochmal. Gucken wir es uns nochmal komplett an. Genau, gerne. Es ist eine beachtliche Sammlung, muss man wirklich sagen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt, was für Ausmaße sowas annehmen kann, solches Messitum. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüssi.